So, und da bin ich wieder. Gleich beginnt Tag 7. Ich habe meinen Stein nicht so richtig angefeuert. Der will nicht so richtig heiß werden. Es ist so bitterkalt inzwischen. Bald müssen auch schon die ersten Hunde kommen. Und ich habe mich auf den Monolithenübergang hier schon mal ein bisschen vorbereitet und mich ein wenig ins Dunkel gestellt. Ich werde jetzt aber hier den Teil unten nochmal absuchen. Weil es anscheinend schon die richtige Richtung ist. Okay, das hier ist eine Ecke. Nee, Gold nehme ich auf jeden Fall mehr mit. Weil ich ja auch ein 20er Stack Gold mit rübernehmen möchte in die nächste Welt. Und außerdem brauche ich eh noch ein bisschen Steine. Und ich muss mich auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr vorbereiten. Ich habe nur 10 Stöckchen. Das heißt, ich suche mir gleich Stöckchen zusammen und werde mir ein bisschen Essen vorkochen und dann den Crockpot abbauen, damit ich mir einen neuen auf der anderen Seite bauen kann, weil ich hier nicht nochmal zurückkommen werde. Außer ich sterbe auf der anderen Seite und spawne dann hier bei dem Wiederbelebungsstein nochmal. Was ich so erstmal nicht plane. Ja, 40 normale Steine reicht. 7 Gold zusätzlich reicht mir auch erstmal. Ja, das war da links hinter irgendwo. Hier ist nichts mehr. Holz habe ich 10 in der Tasche. Bibub. Leiser jetzt wieder. Ah ja, es wird leiser, alles gut. Ich dachte gerade, es wird noch lauter. So, Leute. Ihr seid jetzt des Todes geweiht. Weil ich euch nämlich abfackel. So. Ich brauche noch ein bisschen Kohle. Chester, komm mit. Chester! Mit jetzt hier. Was machst du denn für einen Blödsinn? Oh, der hat eine gelbe Spinne gefunden. Super. Mein Lager ist da oben. Aha, sie haben abgelassen von ihm. Super. Gut. Kann ich hier irgendwie gerade... Ich kann Feuer jetzt verschwenden dafür. Chester, nimm mal die Dinge. Pass gut drauf auf. Ja. Setze ich das mal hier ab. So. So. Anzünden. Das müsste den Stein wieder aufladen. Ein bisschen zumindest. Das müsste dann eventuell reichen, um bis nach oben zu kommen. Oh Mann, ey. Nein, reicht nicht. Ich hatte ihn ja noch nicht in der Hand. Erstmal Chester mit den Dingen in Sicherheit bringen. Auf dem Weg würde ich ihn jetzt verlieren, wenn ich den Spazierstock ausrüsten würde. Deswegen mache ich das gerade nicht. So kann er noch ein bisschen hinterherkommen. Jetzt rüste ich ihn aus. Ich spiele ziemlich risky. Riskant. Tausendmal essen können jetzt. Ja, ich muss gleich mal schauen, wo ich hier noch Stöckchen finde. Dort nochmal ein bisschen.
Ich mag nicht, wenn er die trägt. Das kann so in die Hose gehen, wenn er irgendwann nicht hinterherkommen sollte oder so. Dann lieber Ressourcen. Ja. Ja, ich bin immer verrückt. Heil das jetzt nicht weg. Fliegenübergang. So viele Ressourcen, ich bin mir so sicher, dass... keine Ressourcen mehr für mich da sein werden. Ich glaube, ich muss irgendwie auf 25 runter. Also ich muss diesen Punkt kriegen, bei dem die Monster mich angreifen. Und 60 ist dann noch relativ weit von entfernt. Ui. Und wenn ich so spiele, natürlich nicht. Dann ist das nicht sehr weit entfernt. So, Monsterfleisch alles weggekocht. 9... Füße habe ich. Chess hat einen Hammer für mich dabei. Das heißt, ich baue jetzt mal den Crockpot ab. So. Nee. Und berate mir ein paar Pilze. 4 Stück. Sollte reichen. Gut. Und für einen Cockpit brauche ich auch Zweige. Warum habe ich denn so wenig Stand? Ach so. Ja, ja, so fängt's an. Ich werde auch schon verrückt. Die brauche ich gerade nicht. So geht's. Kann der nicht noch bei dir rein? Das ist besser. Den Hut brauche ich ja gleich. Jedes Mal essen bringt meine Sanity halt auch wieder ein bisschen nach oben. Aber ich bin schon ganz gut weit runtergesackt. Das sollte auf jeden Fall keine Schwierigkeit mehr werden für mich. Ich habe hier alles so abgesucht. Was fehlt mir denn jetzt noch? Ich habe Holz, ein bisschen was und Gras, aber kaum Stöckchen. Ich muss auf jeden Fall ein paar Stöckchen mitnehmen rüber. Aber die finde ich da auch noch. Und da auch. Das heißt, ich mache mich gleich einfach direkt auf den Weg rüber. Das sollte schon gut gehen. Genug Schweinehäute habe ich auch. So. Noch einmal richtig hier anpusten, das Feuer. Damit mein Stein heiß wird. Keine Büffel gefunden, leider. Los, wird mal richtig heiß. Gut. Ach, die könnte ich auch abbauen für Steinstöckchen. Das mache ich mal nicht. So, also.
Einfach alles einsammeln auf dem Weg. Da war noch mal ein Stöckchen. Nicht erfrieren wäre auch schön. Wachsen die Stöckchen im Winter eigentlich nach? Es könnte sein, dass die sogar nachwachsen im Winter. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Aber dafür habe ich gar nicht genug Zeit, darauf zu warten, dass die nachwachsen. Ich glaube, wir sind jetzt schon ganz gut aufgestellt. Das haben wir echt nicht. Das nehme ich gerne kurz mit. Die sind alle völlig erschöpft. Weil ihr Nest ja auch kaputt ist. Ich rüste nochmal das Ding hier aus. Nicht, dass ich irgendwie hier vergesse, was einzusammeln. Ach, das Box-Thing habe ich ja hier eingesammelt vorhin. Oder? Ja, habe ich. Ja, also ich muss definitiv hier jetzt rüber. Ob ich hier noch ein paar Stückchen mitnehmen kann. Vielleicht reicht das ja auch dann schon. Die Tannenzapfen habe ich ja auch mitgenommen. Gut, wie verrückt bin ich? 45. Ein so ein Pilz bringt mir minus 15. So. Okay. Null. Okay. Ich renne rüber. Bei null war ich noch... Okay, und die Mütze auf. Und ein Feuer sofort an. Und so einfach geht das. Also die Pilze... bringen jetzt mehr als minus 15. Anscheinend eher so 45. Und wir haben hier auch Stöckchen und Gras. Nach Hause? Wer will nach Hause? Das war ja gruselig. Ich höre hier über Schweine, aber ich sehe keine. Hier ist das Kurbelding. Ah, oh, das war mein Hund, der sich auf mich gelegt hat. Ja. Der hat jetzt mein Mikro nach oben geschoben, damit sein Kopf auf meiner Schulter liegen kann. Ein bisschen klebrig. Aber okay. So, ich esse mal noch einen Pilz, dann bin ich auf der sicheren Seite. Und fange mal an, hier Bäume zu pflanzen. Da habe ich hier schon welche gesehen, habe ich. Gut, dann laufe ich mal nach hier unten in der Hoffnung, da ist so ein gelbes Gebiet, dass ich da vielleicht Büffel sehe. Ich möchte nämlich wirklich gerne mal eine Wintermütze haben. Ich laufe einfach querbeet jetzt. Kann ich... ausbuddeln. Da sind Büffel. Super, dann kann ich hier jetzt nämlich
einmal kurz ein Feuer. Warum kann ich das nicht setzen? Weiß ich nicht. Super. Dann haben wir es doch. Schön. Kann ich mir gleich schön eine Wintermütze machen. Da freue ich mich drauf. Zwingend notwendig, nämlich. Dafür habe ich mir einen Rasierer gebaut. Mit dem Rasierer könnte ich mich nach rechts selbst rasieren. Das möchte ich nicht. Das heißt, ich drücke gleich nach links bei den Beefalos. So. Den Bart brauche ich nämlich. Der schützt mich auch gegen die Kälte. Und jetzt habe ich hier richtig schön Beefalo-Wolle. Jetzt wieder ab zum Feuer. Chester, komm mit, los. Chester will nicht mitkommen. Schön. Gut. Und jetzt kann ich mir eine Wintermütze bauen. Nee, hier. Oder soll ich vielleicht mal versuchen, die anzugreifen, dass ich ein Horn bekomme? Nein. Oh, ist voll. Ja, so kann man leben. Schön, dann esse ich noch was. Brat mir noch mal einen Pilz. Und dann war es das jetzt auch schon mal. Und ich verabschiede mich für heute erstmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt vielleicht auch ein bisschen was gelernt. Nicht zu viel, hoffe ich. Bis dann. Gute Nacht. Ciao.